In diesem Video möchte ich Ihnen den neuen Telekom Media Receiver 401 vorstellen. Der Telekom MR 401 oder Media Receiver 401 wurde auf der diesjährigen IFA vorgestellt und ist nun seit Oktober 2017 auch erhältlich. Was macht das Gerät besonders im Vergleich zum Vorgänger MR 400? Das Gerät kann nun auch UHD, also Ultra High Definition, das ist die vierfache HD-Auflösung für brillante Bilder in bester Qualität. Das Ganze wird über einen schnelleren Prozessor realisiert, der viermal so leistungsstark ist wie der Vorgänger. Der doppelte Arbeitsspeicher ist ebenfalls mit verbaut, um das Ganze zu realisieren. HDR wird auch unterstützt, also High Dynamic Range, für mehr Farbtiefe und mehr Kontrast. Die entsprechenden HDMI-Ports, die den Standard unterstützen, sind ebenfalls jetzt verbaut. Das macht dieses Gerät jetzt so besonders. Die UHD-Auflösung, auch 4K genannt, setzt sich auch im Privatkundenbereich bei Fernsehgeräten und Beamern immer mehr durch, auch wenn es Inhalte aktuell vorwiegend im Bereich Pay-TV und Video-on-Demand gibt. Einer der führenden Video-on-Demand-Anbieter, was 4K-Inhalte betrifft, ist Netflix. Also ist es umso konsequenter, dass jetzt hier auf dem neuen Media Receiver auch die Netflix-App installiert ist. Das heißt, damit können Sie 4K-Inhalte von Netflix wiedergeben. Aufgrund des hohen Bandbreitenbedarfs für 4K-Inhalte wird für UHD Live TV ein Magenta zu Hause L mit Entertain TV-Tarif benötigt. Für Video on Demand in 4K reicht bereits Magenta zu Hause S. Welche Bandbreite an Ihrem Standard ausgebaut oder verfügbar ist, können Sie gerne auf unserer Website prüfen oder rufen Sie uns an. Wir prüfen gern telefonisch auch, was bei Ihnen möglich ist. Zum Lieferumfang gehört der Media Receiver selbst. Dann hier ein externes Netzteil mit 1,8 Meter Kabel. Vorteil ist, wenn das mal kaputt gehen sollte, kann es separat getauscht werden, ohne den Media Receiver tauschen zu müssen. Dann hier noch ein 1 Meter langes Netzkabel, was dann hier angeschlossen wird. Die Bedienungsanleitung, die Fernbedienung mit Batterien, ein HDMI-Kabel mit 1,8 Meter Länge, welches auch den HDMI 2.0a Standard unterstützt und damit halt UHD-Auflösung. Und hier noch ein Netzwerkkabel mit 10 Meter Länge, um den Media Receiver mit Ihrem Telekom-Router zu verbinden. An der Rückseite des Geräts haben wir hier zwei Audioausgänge, einmal optisch und einmal koaxial. Hier kann eine Stereoanlage zum Beispiel angeschlossen werden oder ein Heimkinosystem. Dann haben wir hier den HDMI-Ausgang für Bild- und Tonübertragung. Es wird der HDMI-Standard 2.0a mit dem Kopierschutzverfahren HDCP 2.2 unterstützt, also alles, was man für UHD oder 4K benötigt. Wir haben hier noch zwei USB 3.0 Ports, dann hier den Netzwerkport mit Gigabit-Geschwindigkeit, also bis zu 1000 Mbit pro Sekunde. Hier wird das Netzteil angeschlossen und daneben ist der Ein- und Ausschalter. Das Gerät verfügt über eine Wechselfestplatte mit 500 GB Speicher, ausreichend für etwa 40 Stunden in UHD-Qualität, 120 Stunden in HD-Qualität oder 310 Stunden in Standardqualität. Vorteil dieser Wechselfestplatte: im Servicefall, wenn das Gerät einmal kaputt gehen sollte, können Sie einfach die Festplatte ausbauen, in dem neuen Receiver wieder einbauen, sofern nicht die Festplatte selbst einen Defekt hat. Oder auch bei einem Wechsel vom MR 400 auf den MR 401 gibt es ebenfalls eine Möglichkeit, die Festplatte umzubauen. Dazu erstellen wir ein eigenes Video, wie das funktioniert. An der Vorderseite befindet sich der Ein- und Ausschalter. Hier im Bereich befindet sich eine rote Aufnahme-LED. Wenn Sie etwas aufnehmen, sehen Sie das hier. In dem mittleren Bereich, auch unten auf dem Karton zu sehen, ist die Uhrzeit abgebildet, oder wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird dann natürlich auch der Fernsehsender angezeigt. Dann haben wir hier rechts eine Hoch- und Runter-Taste, um die Programme durchzuschalten, wenn Sie gerade mal die Fernbedienung nicht zur Hand haben. Und hier noch eine Auswahl zwischen TV-Modus und Musikmodus. Also Sie können zum Beispiel dann auch direkt auf das Internetradio wechseln und über die Stereoanlage wiedergeben. Das Ganze auch ohne Fernbedienung. Wer mehr als einen Fernseher betreiben will mit IPTV, kann neben dem MR 401 sich auch noch für den MR 201 entscheiden. Mehrere dieser Zusatzreceiver sind am Entertain-TV-Anschluss nutzbar, natürlich auch abhängig von der Bandbreite. Einziger Unterschied zwischen den beiden Geräten ist, dass der MR 201 keine Festplatte integriert hat, sondern die Festplatte des Hauptreceivers mitnutzt. Den Hauptreceiver gibt es auch in Weiß, den Zusatzreceiver gibt es ausschließlich in Schwarz. Wenn Sie bereits Entertain-TV-Kunde sind und auf die neue Gerätegeneration wechseln möchten, beachten Sie, dass der alte Zusatzreceiver MR 200 nicht komplett kompatibel zum MR 401 ist. Insbesondere die Funktionen der Festplatte wie Timeshift oder Aufnahmen können nicht genutzt werden. Das soll zwar später per Firmware-Update noch behoben werden, aktuell ist es aber nicht der Fall. Also wenn Sie auf den 401 wechseln,
dann sollten Sie auch das Zusatzgerät auf den MR201 wechseln. Auch das Thema Stromverbrauch ist für viele Kunden zunehmend wichtig. Auch dieser wurde beim neuen Modell weiter verbessert. Im normalen Betrieb werden 9 Watt Strom verbraucht. Im Standby-Modus sind es 7 Watt. Dann ist das Gerät aber auch von unterwegs bedienbar, programmierbar und ein Zweitreceiver kann uneingeschränkt die Festplatte mitnutzen. Dann gibt es den Energiesparmodus Plus mit 3 Watt. Da sind eingeschränkte Funktionen, was die Fernprogrammierung betrifft, enthalten. Das heißt, da muss ein gewisser Vorlauf eingehalten werden. Und im echten Energiesparmodus sind es sogar nur unter 0,5 Watt. So, ich habe den Media Receiver 401 jetzt in Betrieb genommen. Wen das interessiert, wie einfach das geht, dazu haben wir ein separates Video erstellt und möchte nun einfach noch ein paar Menüpunkte des Gerätes vorstellen. Über die Taste mit dem Haussymbol komme ich hier ins Hauptmenü des Media Receivers. Da gibt es verschiedene Punkte wie Home, da sind es verschiedene Programmempfehlungen und aktuelle Neuigkeiten zu Entertain, Video on Demand und so weiter. Dann habe ich hier das Live-TV-Programm mit Empfehlungen der Redaktion, was gerade so im Fernsehen läuft oder die nächsten Tage. Auch entsprechend filterbar. Dann gibt es den Punkt Meine Inhalte, da sind also die Aufnahmen auf meinem Media Receiver, die hier zur Verfügung stehen zum Abspielen. Ich habe hier den Punkt Serien und Film, da haben wir also das ganze Thema Video on Demand mit Videoload. Auch da wieder mit entsprechenden Empfehlungen und Filterungen, auch das lässt sich dann natürlich wieder eingrenzen. Dann natürlich nicht zu vergessen der ganze Punkt Sport, das heißt also Thema Sky oder Sky Kompakt, was ja zu Entertain zubuchbar ist. Auch die ganzen Fußballclubs und Basketball. Dann gibt es eine eigene Kategorie für Kinder, wo ausgewählte Inhalte vorgestellt werden, die kindgerecht sind. Und dann noch der Punkt Apps. Hier sind dann verschiedene Apps, die Sie nutzen können. Ganz neu ist jetzt Netflix. Wie gesagt, da gibt es auch viele 4K-Inhalte. Maxdome wird weiterhin unterstützt. Hier der neue Punkt Entertain TV Serien, also die Eigenproduktion der Telekom, TV Now und ZDF Mediathek. Also im Prinzip die ganzen Sachen, die Sie jetzt nutzen können und vieles davon, wie gesagt, auch in UHD-Qualität. Statt über die Home-Taste können Sie auch mit der OK-Taste direkt in den Bereich meine Aufnahmen und meine Filme kommen, also Schnellzugriff, hier sehe ich also die Sachen, die ich aufgenommen habe. Wenn ich nach links blättere, habe ich hier auch nochmal den Punkt geplante Aufnahmen oder Aufnahmen planen für die Zukunft. Und dann gibt es hier noch den Punkt meine Videos. Hier finden Sie alle Sachen, wo Sie aktuell noch Lizenzen bei Videoload haben, also Sachen, die Sie schon ausgeliehen haben oder auch Sachen, die Sie gekauft haben. Auch die integrierte elektronische Programmzeitschrift ist natürlich vorhanden und reagiert auch sehr schnell. Generell alle Menüs reagieren fix durch den leistungsstarken Prozessor. Ich kann auch hier weiterhin direkt mit der Aufnahmetaste Sachen im Programmguide programmieren. Also das alles mit dem Media Receiver kinderleicht und intuitiv. Wenn Sie bereits ein 4K-fähiges Wiedergabegerät wie hier so einen Fernseher haben und bisher noch nicht ausprobieren konnten, ist jetzt die Möglichkeit. Auf dem Media Receiver ist ja auch die Videoload-App installiert. Dort gibt es verschiedene kostenfreie Inhalte, auch in 4K, die Sie zum Ausprobieren sich laden können. Und ich habe jetzt hier einmal eine Doku ausgewählt. Damit können Sie sich dann selbst überzeugen von den kontrastreichen, gestochen scharfen Bildern über 4K. Auch in unseren YouTube-Kanälen setzen wir auf 4K-Qualität. Über den neuen Media Receiver in Verbindung mit der integrierten YouTube-App können Sie auch 4K-Videos sich anschauen. Das sieht man hier auch an dem Symbol, dass diese in 4K teilweise zur Verfügung stehen. Und das Ganze sieht man jetzt auch hier wirklich diese hervorragende Bildqualität bei der UHD-Auflösung. Die Schrift selbst, die kleine, ist super gut zu lesen. Ja, Fazit, der neue Media Receiver 401 überzeugt durch eine schnelle Performance, gestochen scharfe Bilder dank UHD-Unterstützung und durch eine kinderleichte Bedienung. Auf unserer Webseite finden Sie weitere Informationen zum Gerät und zur Bestellmöglichkeit. Alternativ können Sie sich auch an unsere eigene Hotline wenden. Dort beraten wir Sie gern auch zur Verfügbarkeit von DSL und VDSL, also ob Sie zum Beispiel UHD Live TV nutzen können an Ihrem Standort und nehmen auf Wunsch auch Ihren Auftrag telefonisch entgegen.